Wir danken sehr, dass Sie heute sprechen wollen über nachhaltige Wachstums- und Innovationsstrategien bei uns im Centre oder für uns im Centre. Ist es ja sehr wichtig im Rahmen dieses Mittagsseminars Praktiker und Wissenschaftler in einen Dialog treten zu lassen. Und von daher ist gerade auch so eine Diskussion, wie wir sie hier führen wollen heute, von großem Interesse für uns. Ich danke Ulrike Zeigermann und Gilles Lepesant, die diese Sitzung organisiert haben, wie auch überhaupt verantwortlich sind für diese Reihe des Mittagsseminars zu Fragen der Energiewende, dass sie mit so viel Engagement auch jetzt in den derzeit etwas schwierigeren Zeiten das Ganze nun hier auf den Weg gebracht haben. Ich gebe, glaube ich, gleich am besten weiter an Ulrike, die noch ein bisschen mehr zu Ihnen, Herrn Weber, und dem Thema der heutigen Sitzung sagen wird. Vielen Dank. Auch nochmal von meiner Seite und von der Seite von Gilles Lepesant. Herzlich willkommen zu dem ersten virtuellen Mittagsseminar, dass wir hier zusammen verbringen, statt gemeinsam zu essen, jetzt gemeinsam hier vor dem Computer sitzend und die Snacks, wenn dann zu Hause, zu sich nehmen oder hier im Centre, wo wir gerade sind. Ja, bevor wir anfangen mit dem spannenden heutigen Thema mit Ihnen, Herr Weber, vielleicht noch ein paar kurze Worte zum Hintergrund des Ganzen. Also Gilles Lepesant und ich, wir leiten zusammen am Centre Marc Bloch die interdisziplinäre und deutsch-französische Arbeitsgruppe Energie und Klima. Und in diesem Rahmen beschäftigen wir uns eben nicht nur durch unsere Forschungsprojekte mit Fragen von Energiewenden und Klimawandel, sondern auch in Zusammenarbeit und mit der gesellschaftlichen Praxis. Und genau dazu dient dieses Mittagsseminar, was ja jetzt schon fast seit einem halben Jahr oder Jahr eingeführt wurde, eigentlich monatlich stattfindet, durch Corona dann jetzt doch mit einigen Verzögerungen wieder, bei dem es darum geht, aktuelle Themen gemeinsam zu diskutieren und durch die Expertise von externen geladenen Gästen aus der Praxis eben einen aktuellen Einblick in die Debatten zu Klimawandel und Energiewenden zu bekommen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir Sie heute gewinnen konnten, Herr Weber, dass Sie dabei sind und über das Thema nachhaltige Wachstums- und Innovationsstrategie für Energie- und Industriestandort Deutschland, vermutlich, zu sprechen. Vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen zu Ihnen. Herr Weber, Sie sind Bereichsleiter für Industrie, Energie und Umwelt im Wirtschaftsrat der CDU in Berlin. Der Wirtschaftsrat bietet, wenn ich das richtig verstanden habe, eine branchenübergreifende Plattform für Unternehmen, um sich auszutauschen und Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik mitzugestalten. Es ist ein unternehmerischer Verband, in dem Sie auch schon vorher diverse Positionen innehatten. Wichtig ist vielleicht auch noch als Hintergrund zu erwähnen, dass Sie auch Gründer und Leiter von European Energy Lab 2030 sind, einem Think Tank, was sich eben auch mit mehr als 60 verschiedenen diversen Stakeholdern zu Energiefragen damit beschäftigt. Sie haben vom Hintergrund her, sehr passend hier zur internationalen und deutsch-französischen Ausrichtung auch des Centre Marc Bloch, promoviert, sowohl an Sciences Po Paris als auch mit Forschungsaufenthalten in Oxford zum Thema External Energy Governance der EU.
Vielleicht können Sie sich, wenn ich jetzt was vergessen habe, gleich auch sonst noch ein paar Punkte ergänzen. Ansonsten ja, freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag und würde jetzt erstmal Ihnen das Wort gern übergeben. Vielleicht noch, bevor wir anfangen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Sie haben das wahrscheinlich schon gemerkt, diese Zoom-Sitzung wird aufgezeichnet. Ich hoffe, das ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Ordnung. Ja, was wenn nicht, dann müssten Sie ein Signal geben, dass wir gucken, wie es gegebenenfalls mit Ihren Beiträgen und Bildern, dass wir die eventuell rausschneiden. Und nicht, dass Sie sich wundern, es kann vorkommen, dass hier im Hintergrund auch mal eine Kamera zu sehen ist. Das ist, weil hier im Centre gerade gefilmt wird und es aufgenommen wird. Ich hoffe, das ist für alle soweit in Ordnung. Ja, dann würde ich direkt mal reinspringen. Vielen Dank für die freundliche Einführung, Frau Zeigermann. Ich hoffe, man kann mich akustisch gut hören. Das ist schön. Genau, ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, bonjour à tous, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier zu sein, wenn auch nur virtuell, aber dann zumindest mit der Ehre, der erste virtuelle Gast quasi in diesem Mittagsseminar sein zu können, um Ihnen einige Leitlinien für eine nachhaltige Wachstums- und Innovationsstrategie für den Energie- und Industriestandort, wie es dann eben im Titel heißt, ich würde ergänzen, nach Corona vorstellen zu können. Und vor allem freue ich mich, mit Ihnen dann in eine Diskussion zu treten. Sie hatten den deutsch-französischen Hintergrund ja schon angesprochen. Ich glaube, heute treffen sich Präsident Macron mit der Bundeskanzlerin, um auch nochmal mit Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft einige Vorabstimmungen durchzuführen. Von daher ist das Timing für ein deutsch-französisches Meeting an der Stelle, denke ich, sehr gut. Und ich freue mich auch, dass das Centre Marc Bloch und dementsprechend auch die Teilnehmer hier interdisziplinär aufgestellt ist. Tatsächlich ist es auch meine Erfahrung, dass wenn man interdisziplinär auf diese Sachen guckt und die bespricht, dass sich dann auch neue Perspektiven ergeben und ein entsprechender Mehrwert dann auch zu tragen kommt. Von daher ist das hier ein sehr schönes Setting. Ja, gestatten Sie mir vielleicht noch ein, zwei Anmerkungen, bevor ich direkt in das Thema reinspringe zum Wirtschaftsrat. Für die, die den Wirtschaftsrat nicht so genau kennen. Wir wurden tatsächlich vor über 60 Jahren von Ludwig Erhard gegründet, als heute würde man sagen wirtschaftspolitischer Think Tank der Partei, um eben entsprechende wirtschaftspolitische Expertise aus der Wirtschaft, also von den Pragmatikern in die Politik einzuspielen. Wir sind in der Tat ein Unternehmerverband, haben 12.000 Mitglieder, vor allem Firmenmitgliedschaften, darunter 20 der DAX 30 Unternehmen, aber auch der klassische deutsche Mittelstand. Wir sind kein Teil der Partei, haben aber dann doch gewisse Verschränkungen mit der Partei. Unsere Präsidentin ist im Bundesvorstand der Union und auch so in unserer täglichen Arbeit verhehle ich nicht, dass es da eine besondere historische Nähe zu der Union gibt. Wir sagen aber immer, wie nah wir dann tatsächlich an der Union dran sind. Das hängt nicht von uns ab, sondern von der Union selbst. So viel vielleicht ganz kurz zu der Institution, für die ich arbeite, die ich hier dann auch eben entsprechend repräsentiere. Ich würde jetzt mal versuchen mit Ihnen, ich hoffe, das klappt reibungslos, meinen Bildschirm zu teilen. Da ich einige wenige Slides vorbereitet habe. Und ich hoffe, Sie können die jetzt sehen. Können Sie die gut auf Ihrem Screen sehen? Okay, super. Perfekt. Und würde auch direkt reinspringen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie sich jetzt nach oder gewissermaßen, muss man ja auch sagen, mitten in Covid-19 über das Thema Energie- und Klimapolitik mit den Leuten unterhalten. Ich habe das Gefühl, man kann die Leitmotive solcher Konversationen zurzeit ganz gut in zwei Kategorien unterteilen. Leitmotiv 1 ist diese Bipolarität, die oft aufgemacht wird zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und dann eben auch Erholung der Wirtschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Es wird dann auch oft als so eine Art Nullsummenspiel präsentiert, wobei ich persönlich
der Überzeugung bin, dass dem eigentlich nur so ist, wenn überhaupt, wenn Sie da sehr einen sehr kurzfristigen Zeithorizont drauf gucken und kritisch vielleicht in das Milieu, mit dem ich auch tätig bin, das politische Milieu, betrachte, muss man schon sagen, dass es mich doch auch verwundert, warum gerade konservativ liberale Spektrum dann doch auch so oft diese Bipolarität ins Feld führt. Ich glaube, je länger Sie den Zeithorizont machen, das sollten wir auch, den Sie betrachten, desto weniger handelt es sich hier um eine Dichotomie oder gar Gegensätze, sondern desto mehr müssen Sie das gemeinsam denken. Und dann gibt es noch ein zweites Leitmotiv in den Gesprächen, und das ist Ihnen bestimmt auch schon begegnet. Das lautet, darin, also in der Covid-19-Krise, liegt jetzt eine Chance für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und je nachdem, mit wem Sie darüber sprechen, verstehen die Leute natürlich unterschiedliche Sachen darunter, worin genau diese Chance liegt. Ich habe aber hier mal Ihnen auf diese Folie einen Auszug aus dem vorletzten, glaube ich, war es, Economist, mitgebracht, den ich ganz gut fand, weil er ein Stück weit in die Zahlen reinguckt. Also was macht Covid-19 eigentlich mit den CO2-Emissionen? Und dann muss man sagen, dass, ich sag mal, der erste Höhepunkt von Covid-19 erreicht war. Das war durchaus im April, also als Flugzeuge und Autos stillstanden und die Industrieproduktion ja auch massiv eingeschränkt war, sanken CO2-Emissionen, ganz klar. Sie sanken allerdings in Anführungsstrichen nur um 17% im Vergleich zum Vorjahresmonat. In meinen Augen macht das zwei Sachen ganz gut deutlich. Punkt 1 ist, Sie können eigentlich Klimaschutz, wenn Sie wirklich effektiv betreiben wollen, können Sie es nur global koordiniert tun. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie immer noch einen Großteil der Emissionen haben, die nicht runtergehen. Und so war ja im April durchaus ein Höhepunkt von Covid-19, aber eben auch nicht überall auf der Welt synchron, sodass das zum einen die verbleibenden Emissionen erklärt. Und zum anderen, glaube ich, liegt da noch eine andere Wahrheit drin. Zugespitzt formuliert, wenn Sie den Leuten ihren Individualverkehr so deutlich reduzieren würden, wie das jetzt bei Covid-19 passiert ist, und auch die Flugzeuge, also entsprechend die Flugreisen, unattraktiv machen würden und sogar die Industrieproduktion zu dem beachtlichen Maße, wie es dann eben auch zurückgefahren wurde, zurückfahren würden, würde das trotzdem nicht reichen, um die CO2-Emissionen entsprechend zu reduzieren, wie wir uns das wünschen mit Blick auf die Klimaschutzziele, die insbesondere aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erwachsen. Und das zeigt auch, wie groß eigentlich die Herausforderung ist, vor der wir stehen. Und meine These, die ich voranstellen möchte, und das wird sich dann jetzt auch durch meinen Vortrag etwas durchziehen, ist, dass wir durchaus auch diese verbleibenden 83% angehen können und dass wir dabei neben internationaler Kooperation vor allem auf technologischen Fortschritt, also auf Innovationen, setzen sollten und, wenn wir das wirklich ernst meinen, auch setzen müssen. Ein zweiter Punkt, den ich da erwähnen will, ist, ich denke schon, dass das Zeitfenster jetzt auch gewissermaßen besonders günstig ist, um hier einen deutlichen Schritt nach vorne zu gehen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Energiepreise gucken, dann sehen Sie, dass die doch sehr niedrig ausfallen. Natürlich bietet das, wenn Sie jetzt mit einem Blickwinkel von der politischen Ökonomie drauf gucken, eine Möglichkeit zu relativ geringen Kosten, beispielsweise ein CO2-Preissignal da drauf zu satteln und dann auch CO2 zu internalisieren in den Preisen. Und natürlich die vielen Wachstumspakete, Konjunkturpakete, die jetzt auch aufgelegt werden, bieten natürlich auch die Möglichkeit, eben entsprechend für die Politik da zu justieren, insbesondere wenn es um Infrastruktur geht, bieten sie die Möglichkeit, dort in nachhaltige Infrastruktur zu investieren, aber gleichzeitig zeigen sie dann auch relativ schnell die Grenzen, nämlich es wird alleine über Subventionierung werden wir sicherlich die CO2-Ziele auch nicht erreichen können. Also hier jetzt die ersten Weichen zu stellen für einen wirklich nachhaltigen Ansatz, dafür haben wir besonders günstige Bedingungen und so zitiere ich auch hier obligatorisch, wie er Ihnen wahrscheinlich schon auch vorgekommen ist, in diesen Zeiten Winston Churchill, never let a good crisis go to waste. Es stimmt tatsächlich auch hier,
Wir können langfristige Wettbewerbsfähigkeit und effektiven Klimaschutz voranbringen, wenn wir unser sektorenübergreifendes Energie- und dann eben auch Wirtschaftssystem jetzt eben auch an marktwirtschaftlichen Kriterien orientieren, wenn wir externe Effekte, die Klimaschäden internalisieren und dann eben auch Resilienz dort mit in den Mittelpunkt stellen. Die gute Nachricht aus einem wirtschaftsnahen Umfeld, die ich auch immer wieder mitnehme aus den Gesprächen und den Beratungen mit unserem Unternehmen, ist, wir verfügen bereits über sehr viele Technologien, die es durchaus ermöglichen, Klimaschutz und Wachstum intelligent miteinander zu denken und miteinander voranzubringen. Da, wo die wesentliche Arbeit an der Stelle liegt, ist in meinen Augen, dass wir hierfür einen entsprechenden strukturierten Marktrahmen benötigen und auch, ja, ich sag mal, eine gewisse Umsetzungskompetenz, damit dann wirklich auch diese Klimaschutztechnologie Made in Germany oder Made in Europe dann auch wirklich zu einem Wachstumstreiber nach der Corona-Krise werden können. Was auch klar ist, wenn Sie sich die Höhe der verschiedenen Konjunktur- und Wachstumspakete ansehen, ist, dass wir uns einen ineffizienten, ineffektiven Ansatz in Zukunft nicht mehr so gut leisten können. Natürlich werden die öffentlichen Haushalte, aber auch die privaten Haushalte und eben auch Unternehmen nur noch beschränkte Investitionsräume haben. Und dementsprechend sollten wir schon darauf bedacht sein, diese Zeit auch zu nutzen, um unsere Energie- und Klimapolitik maximal effizient auszurichten. Und ich glaube, gerade hier haben wir noch einiges an Luft nach oben. Das bringt mich so ein bisschen zum Status quo, den ich hier jetzt mal metaphorisch in diesem Cartoon versucht habe abbilden zu lassen. Hier ist die Rede von einer von moderner Kunst, die keiner versteht. Ich würde eher sagen, es handelt sich um so eine Art Stückwerk bei der Energiewende, die nicht so wirklich an allen Ecken und Enden miteinander gut zusammenpasst. Und man fühlt sich dann doch, die Volkswirte unter Ihnen wahrscheinlich insbesondere, so ein bisschen an Ludwig van Mises Öfleck-Theorem erinnert. Jeder staatliche Eingriff führt zu staatlichen Folgeeingriffen. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie an einer Schraube in diesem unglaublich komplexen Gebilde Energiewende, das wir mittlerweile haben, drehen, dann müssen Sie eigentlich gleichzeitig schon wieder an drei anderen Stellen neu justieren. Und beispielhaft könnte man jetzt hier erwähnen, das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, dann die Ausnahmeregelung von dem Erneuerbaren Energiengesetz, dann kommen wir auch schnell zum Netzausbau, dann eben auch der Netzausbau führt zu höheren Netzentgelten, dann eben auch wieder die Ausnahme für die Netzentgelte, die Sie brauchen für die Industrie. Ich könnte weitermachen mit Atomausstieg, Kohleausstieg etc. Und dieser Ansatz, den wir dort fahren, ist sicherlich eine gewisse Evolution, aber eher guckt zu selten auf das große Ganze und guckt zu selten auf das Systemische an der Stelle und dann eben auch auf die Wechselwirkung. Und das hat seinen Preis. Sie wissen wahrscheinlich, dass Deutschland in der EU die höchsten Strompreise hat. Und das liegt jetzt gar nicht so sehr an den Stromgestehungskosten, sondern es hängt im Wesentlichen daran, dass die staatlichen Abgaben und Umlagen, die da draufgepackt werden, sehr, sehr hoch sind. Das ist jetzt, sind jetzt die Strompreise für Haushalte, aber es verhält sich ähnlich, wenn Sie auf die Nichthaushalte gucken, also sprich auf die Industrie insbesondere, die ja auch von bestimmten Ausnahmeregelungen dann nochmal profitiert. Auch da ist es so, dass Steuern und Abgaben einen sehr großen Teil ausmachen und auch da ist es so, dass Deutschland Platz 3 an der Stelle in diesem Ranking hat, was sicherlich nicht sehr erstrebenswert ist. Wenn man sich jetzt die Kosten mal von der Energiewende aus volkswirtschaftlicher Sicht ansieht, dann sind die durchaus beachtlich. Also wir haben beim EEG alleine 26 Milliarden pro Jahr. Dazu kommt jetzt der Kohleausstieg. Da wissen wir noch gar nicht genau, wie teuer der dann im Endeffekt genau wird. Was wir wissen, sind die 40 Milliarden für den Strukturfonds. Wir haben einen Netzausbau, der veranschlagt ist, geplant 56 Milliarden. Wir haben ein Klimapaket, das wir verabschiedet haben, mit 54 Milliarden. Und wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, merkt man schon, dass die Kosten der Energiewende durchaus explodiert sind. Was nicht heißt, dass wir die Energiewende grundsätzlich in Frage stellen sollen, aber was durchaus bedeutet, dass wir nochmal kritisch drauf gucken müssen, wie können wir das Ganze jetzt eben entsprechend weiterentwickeln. Jetzt könnte man sagen, das ist der Preis wert, wenn Sie entsprechend bei Ihren CO2-Reduktionen so vorankommen würden. Aber dieser
Kostenanstieg schlägt sich eben nicht proportional entsprechend in eine Reduktion von CO2-Emissionen in Deutschland nieder. Wenn Sie jetzt hier, das ist die letzte oder die aktuellste Grafik, die ich gefunden habe von Agora Energiewende, sich angucken, da muss man schon sagen, dass in den letzten 10 Jahren wir durchaus eine gewisse Stagnation bei dem Thema erlebt haben. 2019 ging es dann sicherlich runter, muss man sagen. Da spielt insbesondere der europäische Emissionshandel eine große Rolle. Und 2020 auch durch die Effekte von Covid-19, aber nicht nur Covid-19, sondern auch den besonders warmen Winter und auch die klimatischen Effekte, die günstig waren für Windenergie beispielsweise, werden wir hier sicherlich nochmal ein gutes Stück die CO2-Emissionen sinken sehen. Nichtsdestotrotz sind die Ziele, die wir für 2030 und insbesondere dann für 2050, nämlich Klimaneutralität, haben, sehr ambitioniert. Was bedeutet, es ist jetzt sicherlich ein sehr guter Moment für ein grundlegendes Update und für eine grundlegende Neuausrichtung in der Stelle. Und da plädiere ich dafür, dass man wie gesagt, möglichst systemisch drauf guckt und sich auch Gedanken macht, wie könnte denn ein Zielsystem aussehen? Wo wollen wir denn am Endeffekt landen? Welche Leitlinien wollen wir uns dafür jetzt schon definieren? Das ist dann natürlich ein Moving Target, aber es passiert doch sehr viel in der Tagespolitik und das ist, glaube ich, dem Gesamtertrag dann an der Stelle nicht immer förderlich. Wir beim Wirtschaftsrat haben uns dazu auch einige Gedanken gemacht und ich habe Ihnen jetzt mal vier Leitlinien, die wir für uns definiert haben und eben auch entsprechend in die Politik tragen, hier mitgebracht. Das ist der Fokus auf eine sektorenübergreifende CO2-Bepreisung, die deutliche Absenkung der Stromkosten, insbesondere der staatlichen Bestandteile sind damit gemeint. Dann das Thema Sektorkopplung und hier, das ist ja auch in aller Munde, deswegen habe ich es jetzt auch nochmal in den Fokus genommen, das Thema Wasserstoff und schließlich ein Thema, das Sie immer eigentlich in den Sonntagsreden adressiert bekommen, aber dann leider sehr selten mit konkreten Konzepten unterlegt, die Frage der Digitalisierung und wie die uns auch an der Stelle helfen kann. Ich würde dann auch direkt reinspringen in die erste Leitlinie. Und zwar ist das marktwirtschaftliches CO2-Preissignal, das aus unserer Sicht, und das zeigt ja auch das Gutachten vom Sachverständigenrat im Sommer letzten Jahres, wirklich aus volkswirtschaftlicher Sicht zum Dreh- und Angelpunkt vom Klimaschutz sektorenübergreifend ausgebaut werden sollte. Es bietet einfach die Möglichkeit, dass Sie technologieoffen dann eben auch Anreize schaffen, in CO2-Produktion zu investieren, da wo die am günstigsten möglich ist. Und das würde dann wiederum auch Innovationen voranbringen. Und da ist es ja so, dass wir nicht auf einer weißen Wiese starten müssen, sondern wir haben ja mit dem europäischen Emissionshandel eigentlich das bisher beste Instrument zur Verfügung, das zwar immer auch oft in der Kritik ist, aber das muss man auch immer wieder betonen, ein Instrument, das funktioniert, ein Instrument, das eben auch entsprechend liefert. So wird die EU dann eben auch ihr Ziel mit dem ETS-Sektoren erreichen, 43% der Emissionen gegenüber 2005 bis 2030 einzusparen. Das ist das Gute an diesem Instrument, das ist immer zielgenau. Das heißt, die landen nicht in der Situation, wo sie am Ende nicht wissen, werde ich eigentlich meine CO2-Reduktionsziele, die ich definiert habe, für mein Mengeninstrument erreichen oder nicht, sondern das Instrument liefert immer. Und diesen eingeschlagenen Weg sollte man aus unserer Sicht dann eben konsequent weitergehen im Rahmen des Green Deal. Und das würde bedeuten, dass wir einen Emissionshandel, einen sektorenübergreifenden Emissionshandel für ganz Europa entsprechend aufbauen, wo wir dann insbesondere die Sektoren Mobilität und Wärme auch mit integrieren. Wir haben ja jetzt in Deutschland mit dem Klimapaket einen separaten Emissionshandel angestrebt für, oder sind dabei, den gerade jetzt aufzusetzen, für Mobilität und Wärme. Und der sollte dann in unseren Augen auch dort entsprechend aufgehen, um eben dann die Effizienzvorteile zu nutzen. Nun ist das natürlich ein sehr hohes politisches Ziel. Wir wissen, die EU ist nicht immer homogen und bei Klimapolitik sicherlich noch weniger als bei einigen anderen Themen. Deswegen
unterstützen wir auch das, was die Bundestagsfraktion der CDU-CSU in ihrem Papier zum Green Deal auch nochmal als Idee eingebracht hat, was auch ursprünglich eine Wirtschaftsrat-Idee ist, nämlich, dass wir als Zwischenetappe einige Mitgliedstaaten um Deutschland und Frankreich ermöglichen, ihre Ziele in den Sektoren, die jetzt noch nicht im ETS drin sind, also Wärme und Mobilität, bereits arbeitsteilig zu verfolgen. Das könnte beispielsweise in einem separaten Emissionshandel zunächst mal sein, der dann eben auch irgendwann aufgehen sollte in dem EU-ETS. Wichtig ist bei dem Punkt auch neben dem länderübergreifenden Ansatz, dem marktwirtschaftlichen Ansatz, dass sie jederzeit zunächst Anschlussfähigkeit dieses Systems auch über Europa hinaus gewährleisten sollten. Und dass sie Carbon-Leakage-Schutz für die Industrie bereitstellen. Das kommt natürlich mit sehr vielen Fragen, wenn Sie über Instrumente wie jetzt im Green Deal auch Carbon Border Tax Adjustment nachdenken. Voraussetzung dafür, dass Sie das CO2-Preissignal dementsprechend hochfahren und wirklich zum Leitinstrument ausbauen, ist, dass Sie gleichzeitig die Abgaben und Umlagen am Strompreis deutlich absenken. Und da ist es so, ich hatte vorher die Folie aufgelegt, deutsche Verbraucher zahlen hier 30 Cent pro Kilowattstunde derzeit für ihren Strom, über 30%. Und 54% von dieser Stromrechnung sind eben staatlich induzierte Strompreise. Also sprich Preisbestandteile, auf die Unternehmen oder der Verbraucher im Endeffekt überhaupt keine Einflussmöglichkeiten hat. Und das führt nicht nur zu einer hohen Stromrechnung, was gerade für die Industrie natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen kann, sondern es verhindert auch, dass sich Innovationen durchsetzen können, weil eben diese Preissignale, die Sie ja eigentlich an der Börse haben, überlagert werden durch die Abgaben und Umlagen und dann eben nicht mehr bei den Wirtschaftsakteuren entsprechend ankommen und dann eben auch nicht mehr ermöglichen, hier mit Geschäftsmodellen entsprechend klug zu agieren. Ein wesentlicher Treiber dabei ist ja das EEG, also das Erneuerbare Energiengesetz und die EEG-Umlage. Und da muss man sagen, ich habe Ihnen die Zahlen von den letzten 10 Jahren auch nochmal auf dem Slide mitgebracht. Da muss man sagen, da bestand ja auch schon vor Corona auf jeden Fall akuter Handlungsbedarf, weil eben die EEG-Umlage so hoch ist, wie sie ist. Der wäre jetzt noch deutlich angestiegen. Aufgrund der Corona-Krise haben wir es ja mit einem Strompreisverfall, muss man eigentlich sagen, an der Strombörse zu tun. Gleichzeitig gibt es die Ansprüche für die erneuerbaren Energienanlagen, eine fixe Vergütung durch den Staat zu erhalten. Das passiert über das EEG-Konto, was im Endeffekt diese Differenz zwischen Strompreis, der jetzt runtergeht, und fixer EEG-Umlage für die Betreiber, nicht Umlage, Vergütung für die Betreiber, ausgleicht. Und diese Spanne wird deutlich angewachsen, sodass wir 2021 über 8 Cent die Kilowattstunde hätten zahlen müssen im Bereich der EEG-Umlage. Und von daher ist es gut, dass das Konjunkturpaket der Bundesregierung da jetzt auch einen Deckel drauf setzt. Aber im Endeffekt mit 6,7 Cent ein Deckel eigentlich, der nur die sehr hohe EEG-Umlage manifestiert und aber nicht deutlich abzusenken vermag. Und diese ganze Thematik, so wie es oft bei dieser Krise ist, zeigt ja wie mit dem Brennglas, dass wir hier einen Wegfehler im Endeffekt im System der EEG-Umlage haben und deswegen da wirklich dringend dran müssen. Wir müssen die deutlich runterkriegen und wir müssen perspektivisch auch aus dem EEG, also aus der Förderung von erneuerbaren Energien über dieses Instrument aussteigen, gleichzeitig aber natürlich marktliche Lösungen entwickeln, wie sich erneuerbare Energien am Markt eben auch refinanzieren können, sodass wir sie weiter ausbauen. Nur da ist das EEG eben nicht mehr der adäquate Weg dazu. Der zweite große Strom oder einer der weiteren großen Strompreisbestandteile ist dann auch noch die Stromsteuer. Da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Die liegt derzeit in Deutschland bei 2,05 Cent die Kilowattstunde. Und das ist viel zu hoch, weil in der EU die Vorgabe für nicht betriebliche Verwendung von einer Stromsteuer von lediglich 0,1 Cent die Kilowattstunde besteht. Das heißt, auch hier
massiv draufgeschlagen und das ist dann eben auch kontraproduktiv, insbesondere wenn wir darüber nachdenken, dass wir jetzt eigentlich eine gewisse Entlastung schaffen wollen für Haushalte, für Unternehmen, wäre das sicherlich ein weiterer Punkt, wo eine gute Möglichkeit besteht, die Stromsteuer auf ein europäisches Mindestmaß entsprechend abzusenken. Dann würde uns auch helfen, wenn wir bei dem Smart Meter Rollout vorankommen würden, einfach weil dies ermöglichen würde, variable Strompreise voranzutreiben. Also sprich eine preisliche Abbildung von dem, was ja sowieso mit einem Energiesystem passiert, in einem dezentralen Energiesystem, das ja durchaus flexibler wird und auch werden muss, das eben auch preislich abzubilden und dementsprechend auch Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben. Und da ist natürlich die Grundlage dazu, dass es überhaupt gelingt, dass sie das richtig erfassen. Und da muss man sagen, der Rollout der Smart Meter war sicherlich in Deutschland auch kein Erfolgsprojekt. Das dauert alles wahnsinnig lange. Und wenn Sie über das riesige Thema Digitalisierung nachdenken, der Energiewende, dann ist das ja eigentlich nur so ein Teil. Und selbst an dem haben wir schon solche massiven Probleme. Genau, dann möchte ich mit Ihnen weitergehen zum Thema Sektorkopplung und da, wie angekündigt, spezifisch auf das Thema Wasserstoff drauf gucken. Klar ist, dass wir natürlich alle Sektoren in der Energiewende mit berücksichtigen müssen. Wir haben Energiewirtschaft und Industrie über den ETS abgedeckt. Die haben auch gute Fortschritte erreicht. Energiewirtschaft ist beispielsweise über 40% hat sie ihre CO2-Emissionen sinken können. Im Bereich Verkehr beispielsweise sieht das komplett anders aus. Da handelt es sich lediglich um 4% im Vergleich zu 1990. Und das zeigt, hier gibt es auch einiges an Nachholbedarf. Und Sektorkopplung ist deswegen so wichtig, weil zum einen die Herausforderung besteht, in den verschiedenen Sektoren die benötigte Energie ja, klimaneutral dann perspektivisch bereitzustellen. Und gleichzeitig müssen aber auch CO2-Emissionen in den Blick genommen werden, die in verschiedenen Prozessen, Industrieprozessen beispielsweise oder auch in Produkten enthalten sind in Form von Kohlenstoff. Also auch das ist dort ein wichtiges Thema. Und da ist es so, dass neben Technologien, die Strom, also erneuerbaren Strom, direkt und effizient nutzen können, wie beispielsweise batteriegeladene Autos, oder Wärmepumpen, wird sicherlich dem Thema Wasserstoff, insbesondere in Industrieanwendungen beispielsweise, aber theoretisch auch im Verkehr oder auch der Mobilität, eine sehr große Rolle bekommen. Je mehr wir auf ein Wirtschaftssystem zulaufen, das dann auch wirklich dekarbonisiert sein soll. Und deswegen ist es im Rahmen der vom Wasserstoff sehr gut, dass die Bundesregierung hier jetzt mit der Wasserstoffstrategie sicherlich einen ersten Meilenstein vorgelegt hat. Die EU-Kommission wird ja jetzt Anfang Juli ihre Wasserstoffstrategie, ich glaube am 7. Juli ist es soweit, hinterher schieben. Und aus unserer Sicht ist es jetzt wichtig, dass von Anfang an das möglichst marktwirtschaftlich wieder gedacht wird, also dass nicht nur Subventionen ausgeschüttet werden, sondern dass man auch einen Plan hat, wie der Marktrahmen für eine Wasserstoffwirtschaft perspektivisch aussehen soll. Da ist unserer Meinung nach das Thema Herkunfts- und Nachhaltigkeitsnachweise wichtig. Und gleichzeitig muss es eben auch von Anfang an grenzüberschreitend gedacht werden. Das gilt dann auch insbesondere für die Infrastruktur, die wir dafür brauchen. Teilweise haben wir ja Gasnetze, die wir dafür auch einsetzen können. Aber das ist kein deutsches Thema allein und genau genommen ist es eigentlich auch kein europäisches Thema allein. Ich habe Ihnen hier jetzt auch nochmal einige Projektionen von Fraunhofer mitgebracht. Und da sehen Sie auf der linken Seite die Wasserstoffnachfrage und auf der rechten Seite das Potenzial von Elektrolyse in Deutschland und in Europa. Und Sie sehen, selbst wenn Sie niedrige Szenarien anlegen, im schlimmsten Fall im hohen Szenario, übersteigt die Nachfrage zehnfach das, was Sie an Elektrolyse in Deutschland leisten können. Und das zeigt, natürlich sollen wir hier unsere erneuerbaren Energien entsprechend ausbauen, unsere Elektrolyse Kapazität entsprechend ausbauen, keine Frage. Aber wenn wir das wirklich zu Ende denken, dann wird das nicht reichen.
Das heißt, wir müssen es grenzüberschreitend denken und dann müssen wir mindestens auch über eine paneuropäische Wasserstoffstrategie nachdenken. Also insbesondere eine Strategie, die auch die MENA-Region mit in den Blick nimmt. Und das bietet dann uns auf der einen Seite die Möglichkeit, zum einen, dass wir natürlich diesen Wasserstoff importieren können, zum anderen für die europäische und gerade die deutsche Industrie ist ja da sehr gut aufgestellt, die Möglichkeit, ihre Technologie in diese Länder zu exportieren, zur Herstellung von dem Wasserstoff. Und auf der anderen Seite für die Partnerländer natürlich entsprechend die Möglichkeit, Wasserstoff dann an uns, an Europa, an Deutschland zu exportieren. Aber auch das bedarf vieler internationaler Koordination. Es bedarf der entsprechenden Infrastruktur. Und das ist eine sehr große Herausforderung, die, wie gesagt, in unseren Augen von Anfang an dringend mitgedacht werden sollte. Ich habe mich damals in meiner Doktorarbeit viel auch mit der europäischen Nachbarschaftspolitik auseinandergesetzt. Das könnte, die war sicherlich nicht in allen Bereichen erfolgreich, eigentlich sogar in den meisten eher unerfolgreich. Aber das könnte ein Blueprint sein an der einen oder anderen Stelle, wo man vielleicht da auch nochmal versucht, dem Ganzen ein neues Leben einzuhauchen und sich da europäisch wirklich mit den Ländern der MENA-Region gemeinsam an den Tisch setzt. Genau. Hier habe ich Ihnen nochmal eine Roadmap wieder von Fraunhofer mitgebracht zum Thema Wasserstoff. Ich will jetzt auf keinen Fall auf diese Sachen hier einzeln eingehen, will aber an der Stelle verdeutlichen, es handelt sich hier wirklich um ein langfristiges Thema, weit über 2030 hinaus. Und was auch interessant ist an dieser Grafik in meinen Augen, ist, dass die politischen Rahmenbedingungen eben ganz am Anfang stehen, also ganz unten diese Leiste zeigt, die Politik muss eigentlich jetzt schon die Weichen stellen und auch am besten jetzt für sich auch schon Leitlinien entwickeln, wie es dann auch weitergehen soll, damit eben entsprechend das Ganze marktlich und technologisch ausgerollt werden kann. Ja, Stichwort technologisch ausgerollt, dann sind wir auch schon beim letzten Thema, nämlich das Thema Digitalisierung. Das ist manchmal, einige Beobachter sagen, die Digitalisierung der Energiewende ist eigentlich das größte IT-Projekt, was wir in Deutschland haben. Und da ist auch was dran, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn Sie alleine an die PV-Anlagen denken, die wir in Deutschland haben, das sind 1,6 Millionen. Und unsere Energieversorgung, unsere Energieerzeugung wird hier zunehmend dezentral. Und das müssen Sie dann zusammenbringen mit einer zunehmend flexible Nachfrage und mit dezentralen Speichern. Und da wird relativ schnell klar, diese Komplexität müssen Sie irgendwie beherrschbar machen, auch die Auslastung der Infrastruktur irgendwie sicherstellen und die Märkte eben auch dementsprechend flexibel gestalten. Und das können Sie nur durch Digitalisierung leisten. Anders wird das gar nicht zu bewerkstelligen sein. Und jetzt ist jedem klar, wie wichtig Digitalisierung ist. Aber was vollkommen unklar ist, ist tatsächlich, wie nutzen wir denn dieses Potenzial? Was genau müssten wir denn jetzt eigentlich machen? Mit dem Smart Meter Rollout wird es jedenfalls nicht getan sein. Und da haben wir mit dem European Energy Lab eine Studie erarbeitet und dann eben auch an Herrn Altmaier und auch an die EU-Kommission übergeben, wo wir dafür plädieren, dass wir auch für einen offenen Marktzugang herstellen, für kleine Stromerzeugungseinheiten, Energiespeicher und Lasten, also auch die hinter dem Zähler stehen. Das lässt sich informationstechnologisch durchaus abbilden und diesen Geräten dann eben auch ermöglichen, sich an den Märkten teilzunehmen, indem sie schnell wechseln können, zwischen verschiedenen Märkten, aber auch zwischen Eigenverbrauchern. Also sprich, sie geben quasi Unternehmen, sie geben Haushalten die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was ihre Anlagen jetzt eigentlich machen, ob sie Einspeisung ins Netz, ob sie Eigenverbrauch betreiben, ob sie vielleicht sogar eine Systemdienstleistung anbieten. Nun werden Sie und ich wahrscheinlich nicht den ganzen Tag an Ihrem Handy verbringen und mit irgendeiner App versuchen, das da optimal zu steuern, aber dafür wären dann tatsächlich Algorithmen zuständig. Und in diese Richtung nachzudenken ist sehr, sehr wichtig. Da sind wir in Deutschland nicht so weit, wie wir in meinen Augen sein sollten. Es bietet uns vor allem die Möglichkeit, dieses Energiesystem oder diesen Energiemarkt, das
sein, was ja unglaublich komplex ist und unglaublich ineffizient an vielen Stellen, mit diesen neuen Technologien nochmal neu aufzurollen, nochmal auf eine neue Grundlage zu stellen und entsprechend liquider und effizienter und auch gleichzeitig versorgungssicher dann auszurichten. Auch das ist nichts, was von heute auf morgen einfach gehen wird. Deswegen ist unser Vorschlag, dass wir dort mit dem Instrument der Reallabore operieren, aber nicht so, wie wir es bisher machen. Bisher haben wir ja die Syntec-Projekte, insbesondere in Deutschland, Schaufenster intelligente Energien. Die finden auch immer alle gut und die sind auch super spannend. Aber was der Missing Link gewissermaßen ist, ist, dass sie zwar zeigen, was technologisch alles möglich ist, aber dass sie nicht die regulatorischen Rückschlüsse daraus ziehen. Also sie machen nicht die Regulatoren, die Politik guckt nicht in erster Linie auf diese Projekte systematisch, strukturiert, wie kann es uns denn helfen, unser Marktdesign zu optimieren, sondern wir haben es dann eher so ein bisschen mit so einer Art Feigenblatt der Energiewende zu tun, wo sie zeigen, was alles in der schönen Energiewelt von morgen theoretisch möglich ist, aber wir eben nicht die regulatorischen Rückschlüsse ziehen, die wir daraus ziehen sollten. Und das wirklich systematisch anzugehen mit einen technologischen Fortschritt gemeinsam mit der regulatorischen Veränderung zu denken. Das ist das Konzept der Reallabore, für das wir an der Stelle plädieren. Und ich hatte gesagt, das Thema Digitalisierung ist immer sehr abstrakt, gerade auch in der Politik, um es vielleicht mal in so ein paar Zahlen zu verdeutlichen. Also wenn Sie mit Echtzeitanalysen machen, mit KI, können Sie Produktionsprozesse, Energieverbrauch vollkommen transparent machen. Für einen Chemiekonzern, der international agiert mit verschiedenen Standorten, können sie auf Basis von kontinuierlichen Effizienzsteigerungen bis zu 50% des CO2-Fußabdrucks reduzieren. Es gibt ein weiteres spannendes Projekt, Mark & Spencer, kennen Sie wahrscheinlich aus dem angelsächsischen Raum, ist ja eine Handelskette. Auch dort konnte man mit intelligentem Energiemanagement ein Drittel des Energieverbrauchs einsparen. Und wenn Sie sich am Schluss vielleicht das naheliegendste Beispiel Ihre Heizung angucken, allein da können Sie schon mit einer intelligenten Steuerung, und intelligente Steuerung bedeutet dann eben nicht die Heizung auf Werkseinstellung fahren, sondern die Heizung fahren, wie das auf das Gebäude angepasst fahren, eine Reduktion des CO2 oder ein Energieeinsparpotenzial von 15% realisieren. Und das sind nur einige Elemente, um Ihnen zu zeigen, wie viel Musik eigentlich ein Thema ist, die wir bis jetzt weitgehend eben leider liegen lassen. Genau, das bringt mich auch schon zur zusammenfassenden Folie von dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Für uns, für mich erscheint es sehr, sehr wichtig, dass wir das CO2-Preissignal jetzt konsequent etablieren. Gleichzeitig, während wir das hochfahren, auf der anderen Seite die Abgaben und Umlagen auf den Strompreis runterfahren, dann kommen eben Marktpreissignale auch an und helfen den Wirtschaftsakteuren, sich entsprechend darauf einzustellen. Gleichzeitig ist es bei dem wichtigen Thema Wasserstoffstrategien wichtig, dass wir nicht nur auf Subventionierung per se gucken, sondern auch uns angucken, wie könnte denn ein Marktrahmen für eine Wasserstoffwirtschaft aussehen? Was müssen wir genau mit der Infrastruktur machen, auch über Ländergrenzen hinweg? Und wie können wir Wasserstoffpartnerschaften mit Drittstaaten vorantreiben? Und schließlich entsprechend jetzt schon darüber nachzudenken, wie wir dieses Zielbild einer digitalen Echtzeit-Energiewirtschaft, was ich versucht habe, Ihnen etwas zu skizzieren, jetzt eben systematisch voranbringen mit Reallaboren und mit entsprechenden Denkanstößen. So viel erstmal von meiner Seite als Input und ich freue mich jetzt sehr auf die Diskussion mit Ihnen und auf Ihre Fragen. Danke sehr. Ja, so. Dann hätte ich eine erste Frage. Die Tradition hier ist, dass jeder seine Sprache sprechen soll. So, dann frage ich auf Französisch, aber du kannst natürlich auf Deutsch antworten. Tu as parlé du voisinage, de tout mon doctorat là, sur ce sujet. Deux questions. La première, comment faire pour que les voisins de l'Union européenne suivent les mêmes orientations que l'Union européenne en matière de transition énergétique. Et deuxième question, un peu tricky peut-être, est-il consistant de
vouloir la neutralité carbone d'ici à 2050 et en même temps investir autant dans les infrastructures gazières, par exemple Nord Stream ou EastMed. Soll ich direkt antworten oder wollen wir sammeln? Oder? Schön, ja. Ich habe ja noch einige Fragen. Ja. Okay, super, dann versuche ich direkt mal darauf zu antworten. Also ehrlich gesagt sind beide Fragen von dir nicht ganz einfach zu beantworten. Ich fange mal an mit der Frage der europäischen Nachbarschaftspolitik. Wie können wir sicherstellen, dass andere Länder dem folgen? Es ist nicht einfach. Also wir haben gesehen, dass die EU durchaus in der Lage ist, Länder, die beispielsweise Transitstaaten von Gas sind, dazu zu bringen, einige ihrer Regulierungen und eben auch entsprechend die Grundrichtung der Energiewende mitzugehen und in diesem Punkt voranzuschreiten. Schwieriger wurde es dann eigentlich vor allem immer bei den Ländern, die selber Produzenten von Energie waren, also beispielsweise Gasproduzenten. Ich denke da an Algerien beispielsweise oder auch Aserbaidschan. Wobei man sagen muss, gerade mit Aserbaidschan, das weiß ich, weil ich selber in Baku war, war es zumindest um eine Zeit rum durchaus erfolgreich. Und da müsste man sich genau angucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ich glaube, grundsätzlich, was man machen sollte, ist, dass man natürlich sich überlegt, was können die wesentlichen Anreize sein, um die Länder in diese Richtung zu bewegen. Und da ist es natürlich der Zugang zum Binnenmarkt. Auf der einen Seite ein Wasserstoffbinnenmarkt insbesondere in dem Zusammenhang. Und natürlich kann man auch über andere Sachen, wobei die ehrlich gesagt wahrscheinlich im Moment nicht so gut in den Zeitgeist passen, wie Visa-Fazilitierung und so weiter nachdenken, was auch einmal ein Anreiz ist, der eigentlich ganz gut funktioniert hat. Aber das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, im Wesentlichen ist der Anreiz tatsächlich, dass man hier einen riesigen Absatzmarkt für diesen Wasserstoff schaffen kann, dass man auch unterstützen kann bei dem Aufbau der entsprechenden Wasserstoffinfrastruktur. Auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt an die Länder von MENA beispielsweise denke, also da glaube ich, kann man schon was bewegen, wenn man das jetzt konsistent macht. Wahrscheinlich muss man auch einen gewissen Pragmatik haben. Die EMP ist ja immer so an die Sachen rangegangen, dass sie alles in einem ganz großen Paket miteinander gepackt hat, also auch so Themen wie Menschenrechte und Demokratieentwicklung und so weiter. Das war nicht wirklich erfolgreich. Vielleicht sind wir da besser, zumindest in der Anfangsphase, erstmal mit einem schlanken Ansatz beraten, also Richtung Union oder Mediterranee, also projektorientiert an der einen oder anderen Stelle Sachen voranzubringen. Das versucht im Übrigen auch gerade Deutschland für sich. Es soll jetzt auch eine Energiepartnerschaft mit Marokko unterzeichnet werden. Aber da wäre es sehr wünschenswert, wenn man einen europäischen Ansatz hätte und dann eben auch den Hebel der Nachbarschaftspolitik oder eines anderen Instrumentes nutzen kann. Nord Stream, spreche ich ja jetzt hier für einen Unternehmerverband, wo auch einige der Unternehmen, die Nord Stream unterstützen, drin sind. Vielleicht nur so viel. Also grundsätzlich ist es jetzt mal jedem Unternehmen steht es frei, sich zu entscheiden, in Energieinfrastruktur zu investieren oder nicht investieren. Es gibt gute Argumente, warum man möglichst viele verschiedene Gaspipelines haben sollte. Stichwort Diversifikation und Versorgungssicherheit. Natürlich muss man sich aber schon fragen, mit Blick auf das, was Europa ja eigentlich anstrebt, nämlich Klimaneutralität, ob es da so viel Sinn macht, eine Pipeline entsprechend zu legen. Ich glaube, die Frage, die sich die EU-Kommission, das ist darauf, glaube ich, zielt im Kern deine Frage ab, stellen muss, ist, will sie denn so ein Projekt wie Nord Stream 2 auch von der EU-Seite fördern, will sie das unterstützen oder will sie nicht zumindest da sich überlegen, ob das denn eigentlich in ihre strategische Ausrichtung
wirklich reinpasst. Wenn dann die Unternehmen zu dem Schluss kommen, okay, wir gehen die Wette ein, ich baue diese Pipeline für Milliarden von Euro, weil ich denke, Europa wird entweder nicht klimaneutral oder ich denke, ich kann diese Infrastruktur nutzen, um dann Wasserstoff, der wahrscheinlich nicht aus erneuerbaren Energien dann gewonnen wird, nach Deutschland schicken, dann ist es der freie Markt und deren Recht auf diese Infrastruktur natürlich entsprechend zu bauen. Genau, ich glaube, das wäre meine Antwort zu dem Thema. Vielen Dank. Noch Judith hätte eine Frage. Bitte schön, Judith. Das ist sehr interessant. Auch Fragen zielen eher auf die Weisen des Wirtschaftsrates ab. Und zwar interessiert mich insbesondere erstmal, welche Unternehmen sozusagen in dem Wirtschaftsrat, von Ihnen vertreten werden. Ist da zum Beispiel auch die Autoindustrie mit? Dann wäre eine wichtige welche Rolle spielt die Wissenschaft und was für wissenschaftliche Erkenntnisse lassen Sie dort mit einfließen? Zum Beispiel eben Frage, ob auch, Sie haben jetzt sehr viel über Klima gesprochen oder ob Sie auch breitere Schwierigkeiten entdecken, von den Erdsystemwissenschaftlern aufgezeigt werden, also sprich Biodiversitätsverlust, Ozeanversauerung und so, die ja auch bestimmt in irgendeiner Form die Industrie und Unternehmer Schwierigkeiten oder Herausforderungen darstellen. Und dann habe ich mich gefragt, inwiefern der Rat auch als, soweit ich das verstanden habe, wirkt er ja vor allen Dingen erstmal Richtung die Politik. Meine Frage wäre jetzt, ob es auch quasi die Möglichkeit gibt oder ob Sie das auch tun, dass sie quasi sich an und Unternehmer selber und dort Empfehlungen aussprechen. Wie Sie ja gerade auch hervorgehoben haben, ist ja freie Marktwirtschaft ein großes Freiwilligkeitsinteressen fokussiert und sehe schon, dass also gerade diese die Verantwortung und die Wichtigkeit davon, dass sich dort vieles verändert, da drin liegt. Und da würde ich denken, dass gerade eine sehr wichtige Rolle quasi auch in die andere Richtung sozusagen einzuwirken. Ich hatte den bekommen, als Sie über diese Reallabore gesprochen haben, dass das eventuell auch Teil oder zumindest im Ansatz auch da ist, aber das würde mich interessieren, ob inwiefern wird das sozusagen schon praktiziert oder inwiefern kann man sich vorstellen, dass das auch eine Rolle für zukünftige Entwicklungen des Wirtschaftsrates sein könnte. Das sind meine Fragen. Vielen Dank für die Fragen. Ich versuche mal von Anfang an da durchzugehen. Wenn ich eine vergesse, erinnern Sie mich bitte. Ich habe teilweise nicht alles verstanden, was Sie genau gesagt haben, weil die Akustikverbindung nicht so super gut war. Versuche jetzt mal nach bestem Wissen und Gewissen Ihre Fragen zu beantworten. Also zunächst mal eine relativ einfache Frage, welche Unternehmen sind bei uns organisiert? Da würde ich vereinfachen antworten, alle. Also das bedeutet, die Autoindustrie ist auch an Bord, aber in meinem Bereich, den ich hier verantworte, und das ist tatsächlich auch der größte Bereich der Institution, ist sowohl die Energiewirtschaft dort, also alle, die Energie erzeugen, sei es erneuerbar, sei es auch fossil. Also wir haben auch noch einige Unternehmen, die beispielsweise in Erdgas oder Kohle im Wesentlichen tätig sind, in dem Bereich bei uns an Bord. Wir haben alle Übertragungsnetzbetreiber Strom mit an Bord. Wir haben einen Großteil der Gasnetzbetreiber mit an Bord und wir haben die abnehmende Industrie mit an Bord. Da kann man aber vielleicht sagen, dass insbesondere die energieintensive Industrie hiermit organisiert ist. Von daher haben wir schon den Anspruch, nicht ein Branchenverband zu sein, sondern branchenübergreifend aufgestellt zu sein und gegenüber der Politik eben so
Empfehlungen auszusprechen, die dann aggregiert sind, die dann auch rund sind und volkswirtschaftlich einfach sauber. Und ich glaube, das ist auch Teil, warum wir eben auch zu der Politik einen sehr guten Zugang haben. Also wir sind da vielleicht auch nochmal ein bisschen Politik näher als vielleicht die Kollegen vom BDI beispielsweise an der Stelle. Also das ist ein Unterschied. Welche Rolle spielt die Wissenschaft? Also grundsätzlich vielleicht noch eine Sache zur Erkenntnis. Wir tagen auch mal in Spezialgruppen, aber wir tagen im Wesentlichen tatsächlich auf Geschäftsführer- und Vorstandsebene mit unseren Unternehmen und dementsprechend auch auf einer gewissen Augenhöhe mit der Politik, also Ministerebene, Staatssekretärebene. Wenn wir die Sitzung haben, aber natürlich haben wir darüber hinaus natürlich einen permanenten Austausch mit den Kollegen aus den Ministerien oder der Kommission. Welche Rolle spielt die Wissenschaft? Naja, wir haben zum einen Wissenschaftler mit in unseren Kommissionen mit drin sitzen. Beispielsweise haben wir jetzt auch mit dem European Energy Lab, als wir dort unsere Forderungen aufgestellt haben, ein European Energy Lab mit Professor Dr. Schmidt, dem bis März, glaube ich, Vorsitzenden des Sachverständigenrates der Bundesregierung gehabt zum Thema CO2-Bepreisung. Das war unmittelbar vor der Klimawerkstatt der Union. Das war sehr gut. Also wir gucken da schon sehr genau drauf, was sagt die Wissenschaft, treten mit der Wissenschaft in Austausch vor. Letzte Woche hatten wir einen Call mit Professor Löschel, kurz bevor der Monitoring-Bericht zur Energiewende der Bundesregierung rausgekommen ist. Also von daher, wenn wir den Anspruch haben, volkswirtschaftlich zielführende, kluge Empfehlungen zu geben, ist es natürlich entscheidend, dass wir auch insbesondere mit der Volkswirtschaft, aber auch mit Leuten, die insbesondere in der Energiewirtschaft sich da Gedanken machen in der Forschung, einen engen Austausch pflegen und den haben wir. Also ich kann schon sagen, dass die allermeisten unserer Vorschläge mindestens mit einem Wissenschaftler vorher mal intellektuell durchgesprochen worden sind in der einen oder anderen Form. Also das spielt eine Rolle und wir geben denen auch manchmal die Plattform bei uns, um dementsprechend ihre Punkte dazu machen. Inwiefern wir auf Unternehmen einwirken, das ist eine schwierige Frage. Das tun wir nämlich vielleicht, das ist auch ein Unterschied im Vergleich zum Kollegen beispielsweise, die hier nebenan sitzen vom Bundesverband der Deutschen Energiewirtschaft und Wasserwirtschaft weniger. Also wir sehen unseren Fokus tatsächlich und auch unseren größten Added Value direkt an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Deswegen wirken wir auch nur beschränkt in die Unternehmen wirklich rein. Aber meine Erkenntnis ist vielleicht ein bisschen anders als die, wie Sie sie formuliert haben, beschleicht mich das Gefühl. Ich habe nämlich das Gefühl, dass gerade die Wirtschaft an vielen Stellen, nicht alle, keine Frage, aber gerade die Wirtschaft an vielen Stellen, wenn es jetzt um das Thema, also zumindest in meinem Bereich, wenn es jetzt um das Thema Energie und Klima geht, schon viel weiter ist als zumindest das konservativ-liberale Spektrum politisch gesehen. Also wenn ich mit den Mitgliedern hier rede, mit dem Vorsitzenden spreche, dann sehen die in einem klimaneutralen Europa erstens eine fixe Terminante. Also das ist ganz klar, das ist das Ziel. Und zweitens haben die ihre Strategien eben entsprechend aufgestellt, damit sie da natürlich auch in so einem Szenario Geld verdienen können. Denken Sie an die Umstrukturierung, die in diesem Bereich passiert. So denken Sie an die E.ON, denken Sie an die RWE. Also von daher glaube ich, wir hatten sicherlich eine Phase, wo die Wirtschaft so ein Stück weit der Bremser bei dem Thema war. Aber ich glaube ehrlich gesagt, diese Phase ist, also ist sicherlich ein inkrementeller Prozess, aber diese Phase ist eigentlich überwunden. Wir sind da schon an einem Tipping Point angekommen, sodass wirklich der Großteil meiner, also der Unternehmen, die bei mir jetzt im Bereich organisiert sind, eindeutig da nach der besten Lösung für Klimaschutz suchen, aber den eben auch effektiv dann auch vorantreiben. Und dass es jetzt eigentlich so ist, dass einige Leute in der Politik da eher bremsen und das eigentlich gerade so ein bisschen das Problem ist. Das erkennen Sie auch daran, dass viele Unternehmen, das sage ich jetzt hier mal im geschützten Raum,
zunehmend auch zu den Wirtschaftsveranstaltungen der Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen gehen und dort eben mit die Agenda zu bestimmen. Und da ist es für uns wichtig, für mich ganz wichtig, dass die Union da eben auch entsprechend ihre Agenda so aufstellt, dass sie da wirklich für sich ihren eigenen Ansatz hat, der sie natürlich von den Grünen unterscheidet, aber nicht in der Zielsetzung, sondern in den Mitteln. Die Zielsetzung muss ganz klar sein und da gibt es hier sicherlich auch noch einiges an Luft nach oben, was die Politik angeht im Rahmen des konservativ-liberalen Spektrums. Und da sehen wir uns eigentlich eher als Katalysator, um das mit unserem Unternehmen mit zu beschleunigen, diesen Prozess. Und da bin ich auch fest überzeugt, dass er kommt, beziehungsweise schon im vollen Gange ist. Das Thema jetzt über Klimaschutz hinaus, inwiefern da noch andere Aspekte von externen Effekten bzw. Umweltverschmutzung eine Rolle bei uns spielen. Ja, das tun sie. Das macht jetzt jemand bei mir in meinem Team, die sich insbesondere mit Umweltpolitik oder dann auch mit Rohstoffpolitik auseinandersetzen. Ich bin tatsächlich eher der Energie- und habe eher den Fokus auf Energie und Klima an der Stelle. Aber das betrachten wir schon auch ganz klar. Selbst das Thema Menschenrechte, jetzt das Thema mit dem Lieferkettengesetz beispielsweise, ist da auch etwas, was wir ein bisschen behandeln sind, also da sehr breit aufgestellt. Reallabore, ja, da wollen wir zunehmend rein in dieses Thema. Ich glaube, das bietet ein super Vehikel tatsächlich, um vorwärts zu kommen, wenn wir es richtig aufstellen. Und da ist es, glaube ich, da sind wir auch gewissermaßen in einer sehr guten Position, um diesen Link zwischen einfach nur zeigen, was technisch möglich ist, und den politischen Rückschlüssen daraus ziehen, um diesen Link einfach zu schaffen. Und genau in diese Nährstelle möchte ich, dass wir da auch vermehrt reingehen. Und gerade das Energy Lab ist so ein bisschen als zwar intellektuelles Schnellboot, das wir da konzipiert haben mit dem Think Tank, soll da auch helfen, uns eben entsprechend dort zu positionieren und auch schnell konkret werden zu können bei diesen Themen. Genau, ich hoffe, ich habe jetzt einmal alle Ihre Fragen zumindest angerissen und berührt. Danke, Bernd. Jakob Fugger hat eine Frage, aber dann. Ja. Danke sehr. Tut mir leid, dass das hier jetzt so ein bisschen umorganisiert wird. Ich habe zwei Fragen. Die eine steht ein bisschen an das an, was vorhin Jill schon mal angefragt hat, aber gibt ein bisschen spezifischeren Rahmen. Frage von Nachbarschaft und Organisationen. Nun hat sich ja über die Entwicklung der letzten Jahre mit dem Brexit eine Neuorganisation dieser Nachbarschaft ergeben. Und gerade auch im Rahmen des Energiesektors spielt natürlich die Veränderung der Konstellation, die sich dadurch ergeben, eine große Rolle. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie hier die Dinge einschätzen, etwa die Abhängigkeit, oder nicht Abhängigkeit, aber die engen Anschluss an das von Großbritannien geförderte Erdöl in der Nordsee und andere Dinge, also Investitionen, die ja in der Vergangenheit, Festlegungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, vor dem Hintergrund eines politischen Rahmens, der sich inzwischen verändert hat. Und inwiefern würden Sie denken, ist das jetzt im Rahmen auch der zukünftigen Wachstums- und Innovationsstrategie, die Sie uns hier skizziert haben, mit einzubeziehen? Eine zweite Frage geht dann spezifisch auf Ihren letzten Punkt, Digitalisierung. Und da möchte ich ganz kurz vielleicht ein klein bisschen ausholen, weil es in Frankreich sich ein Problem gezeigt hat, das in meinen Augen außerordentlich spannend ist, weil es die Komplexität dieser Frage und damit auch die Schwierigkeit eines rein technologisch-industriellen Ansatzes bedingt, den Sie uns hier jetzt skizziert haben.
Und zwar geht es um die Einführung des sogenannten, also von der Industrie so bezeichneten, intelligenten Stromzählers in den Haushalten in Frankreich, der in gewisser Weise, so würde ich denken, weitestgehend dem entspricht, was Sie jetzt hier auch für eine Digitalisierung der Energiewende propagieren. Und es hat sich gezeigt, dass diese intelligenten Lösungen zwar aus der Sicht der Industrie außerordentlichen Vorteil versprechen, allerdings in der Bevölkerung weitestgehend abgelehnt werden, weil dadurch eine Art von Intrusion im Privatleben stattfindet, der weitestgehend von den Leuten abgelehnt wird. Also wie denken Sie, lassen sich quasi die eher industriell-technologischen Zugänge, die Sie jetzt hier propagieren im Rahmen Ihrer, wie Sie denken oder wie Sie sagen, nachhaltigen Wachstums- und Innovationsstrategie, mit anderen Zielen gesellschaftlicher Art vereinbaren lassen, die ja auch eine Rolle spielen, also hier in Fragen eben auch der persönlichen Freiheit und der Art und Weise, wie eben beispielsweise Informationen abgeschöpft werden im Rahmen von digitalen Technologien. Das ist ja ein großes Thema letzten Endes in vielen Bereichen, jetzt nicht nur im Bereich der Energie. Und ich glaube aber doch, eine Herausforderung für einen solchen technologieorientierten Ansatz, dass man sich dieser Frage zumindest stellen muss. Vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Ich möchte gerne mit der letzten beginnen. Das ist eine sehr gute Frage, die Sie da aufwerfen. Eine Frage, die, wie Sie sich denken können, die mir auch an der einen oder anderen Stelle natürlich schon mal begegnet ist. Punkto Digitalisierung, Daten. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber Volker Kauder hatte bei uns, als es darum ging, diese sogenannten intelligenten Stromzähler auszurollen, gesagt, dass er nicht so ein Ding in seinem Keller haben will. Ja. Und hat da natürlich ein Stück weit politisch versucht auszudrücken, dieses Gefühl, was Sie jetzt auch beschrieben haben, was viele Leute dann beschleicht, dass die, dass jetzt die, in dem Fall die Bestzählergesellschaft oder die Energiekonzerne, wenn Sie es jetzt mal ein bisschen überspitzt formulieren, da jetzt in den privaten Haushalt eingreifen wollen und sich da angucken wollen, wer macht wie genau was und so ein bisschen diese Thematik, wie ist es um meinen Datenschutz bestellt. Das ist ein Thema, weil wenn Sie das Thema dann wirklich umsetzen wollen, müssen Sie es auch politisch kommunizieren können. Also der Abgeordnete muss quasi seinen Wählern erklären wollen, die im Zweifelsfall in jetzt mal im konservativen Milieu wahrscheinlich eher denken, wieso brauche ich sowas, was brauche ich doch nicht, warum sie das jetzt tun sollten. Und das ist nicht ganz so einfach. Und da fehlt es uns, glaube ich, noch so ein bisschen an den Griffigkeiten in den politischen Argumenten. Aber zwei Elemente an der Stelle, die ich als erfolgsversprechend ansehe, um das Ganze eben nicht nur zu einer technologischen Debatte werden zu lassen, sondern auch zu einer gesellschaftlichen Debatte, die auch bei dem Einzelnen andocken kann. Punkt eins, es geht nicht darum, hier Datenschutz irgendwie in irgendeiner Form zu verletzen. Es geht um das Thema der, und oft ist das in Deutschland so ein bisschen falsch verstanden, also natürlich fallen, wenn Sie das machen, wie bei ganz vielen anderen Dingen, die Sie auch tun, wenn Sie mit Ihrem Handy irgendwas machen sowieso, oder auch während wir jetzt gerade sprechen, fallen massiv viele Daten an. Die Frage ist, wer hat Zugriff auf diese Daten? Oder der erste Schritt ist eigentlich, welche Daten möchte ich denn freigeben? Und ich glaube, das ist der Punkt. Natürlich, wenn Sie die Energiewende digitalisieren, fallen ganz viele Daten an. Es geht auch nicht darum, Daten zu vermeiden. Daten sind ja eigentlich in dem Zusammenhang gut, weil sie helfen uns, das System effizienter zu machen. Aber Sie müssen trotzdem natürlich für den Einzelnen Datensouveränität herstellen. Also sprich, der Einzelne muss quasi entscheiden können, was will ich freigeben und was will ich nicht freigeben. Nur so kann es funktionieren. Also der
Im Endeffekt muss die Person die letzte Entscheidung haben, ob sie diese Daten in irgendeiner Form freigibt oder nicht. Jetzt kann man natürlich die Leute damit zum einen locken, zu sagen, hey, pass auf, wenn ihr das macht, wenn ihr da euch beteiligt in diesem Projekt Digitalisierung der Energiewende, ist eine super Sache, weil ihr spart Geld, weil ihr macht euren Haushalt effizienter. Das wird, also meine Erfahrung ist, das ist nicht ganz so einfach, dann am Ende auch wirklich zu kommunizieren. Nur diese Effizienzsteigerung oder diese Einsparung bei den Energiekosten verfängt dann auch als politisch als Argument nicht hinreichend. Sondern ich glaube, was wir eigentlich aufzeichnen sollten, ist mehr die Idee, die dahinter steht, aus der Sicht eines Haushaltes, eines Bürgers, eines Akteurs, der wirklich eigentlich Klimaschutz voranbringen möchte. Das wollen ja die meisten Menschen, wenn wir uns die Umfragen angucken. Und dann bietet es ihnen eben die Möglichkeit, quasi selber ein Stück weit Ownership zu übernehmen, weil sie sehen, was gerade passiert. Sie sehen, wie viel CO2 wird dort ausgestoßen. Sie sehen, wo liegt Optimierungspotenzial. Und sie gewinnen dadurch bei diesem abstrakten Gebilde Energiewende ein Stück weit Ownership zurück. Das ist so ein Phänomen, wie wir es auch mit den PV-Anlagen gesehen haben, wenn Leute da die auch Förderung bekommen, aber die wollten auch irgendwo was tun, um die Energiewende voranzutreiben. Und ich glaube, wenn man die Narrative erzählt, dass wir hier Transparenz für die Leute schaffen, dass wir hier den Leuten die Möglichkeit geben, selber aktiv zu werden, selber individuellen Klimaschutz in gewisser Weise zu betreiben. Sie können das, wenn Sie das, also da sind ja die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Wenn Sie beispielsweise den Emissionshandel als einen Downstream-Handel konzipieren würden, dann könnten Sie quasi in Echtzeit sehen, wie viel Ihr VW Golf, den Sie jetzt gerade fahren, auf Ihrem Display, wie viel CO2 der theoretisch ausstößt. Und das gibt sehr viele Möglichkeiten, aber Sie müssen die Leute dabei mitnehmen und Sie müssen auf diese gesellschaftliche Debatte, die Sie zu Recht ansprechen, entsprechend eingehen. Und da wäre ich auch für Hinweise dankbar, weil das ist alles nicht ganz einfach, wie man das macht. Und ich glaube auch die Diskussion, die wir über die Corona-App jetzt geführt haben, hat das auch nochmal ganz deutlich gezeigt, wie schwierig das ist. Auch hier sind ja eigentlich alle überzeugt, okay, wir brauchen das. Aber sobald es darum geht, dass ich mir das Ding auf mein Handy runterlade und dass hier Daten irgendwo hingesendet werden, gegebenenfalls, wird das Ganze von einigen Akteuren schon sehr negativ betrachtet. Und da spielt sicherlich auch die Frage des Vertrauens eine große Rolle. Also die Leute müssen natürlich Vertrauen haben, dass diese Daten nicht einfach von irgendjemandem geklaut werden. Die Leute müssen Vertrauen haben, dass nicht irgendjemand sich in ihren Haushalt quasi hackt und dann ihre Spülmaschine oder ihre Waschmaschine dazu bringt, dass sie irgendwie jetzt überläuft. Das sind Themen, die Sie angehen müssen, aber das kann man, glaube ich, auch mit einer realistischen Risikoabschätzung ist das alles durchaus machbar, aber man muss die Gesellschaft mitnehmen. Und ich sehe da tatsächlich nicht das Risiko so sehr bei den technologischen Aspekten an sich. Natürlich gibt es ja gewisse Risiken, aber die kann man, denke ich, schon ganz gut abstellen. Aber Sie müssen die Leute davon überzeugen. Und das ist schwierig und ich habe das Gefühl, das ist gerade in Deutschland schwierig. Also vielleicht auch in Frankreich, aber ich glaube, in den USA ist es vielleicht ein bisschen anders zum Beispiel. Oder in einigen asiatischen Ländern. Also vielleicht spiegelt das so ein bisschen die Debatte um die Corona-Apps, die es ja dann auch beispielsweise in Südkorea auch gab, wieder. Thema Brexit, das ist eine spannende Frage. Inwiefern der Brexit jetzt eigentlich, also wenn ich Sie richtig verstehe, ist Ihre Frage, was bedeutet der Brexit jetzt eigentlich für unsere grundsätzliche energie- und klimapolitische Ausrichtung als Europäische Union? Ja, die Sache mit dem Erdöl und dem Erdgas, da haben Sie recht. Wobei, da sind ja sowieso die Vorkommen eigentlich dabei auszutrocknen, sodass die jetzt, glaube ich, nicht der wesentliche Treiber wären. Aber natürlich, die Unternehmen sind im Kaspischen Meer beispielsweise unterwegs, sie sind an anderen Stellen unterwegs. Natürlich wird die britische Regierung dann jetzt vielleicht nicht mehr so sehr als Champion einer BP beispielsweise auftreten können oder wollen im Europäischen Verbund.
Ob das jetzt gut oder schlecht für den Green Deal ist, weiß ich nicht, weil UK ja auch an anderen Stellen durchaus eine gute Rolle gespielt hat. Wenn ich jetzt an Offshore-Wind denke beispielsweise, da hat sich ja einiges auch gut entwickelt. Man hat auch beim Thema CO2-Bepreisung ja Mindestpreis, glaube ich, damals eingeführt und hat sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle gute Best Practices. Die Grünen, ich hoffe, dass die uns dann nicht verloren gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich da wirklich die Balance an der Stelle ändern wird. Ich glaube, was wichtig ist, ist auch zu sehen, wie stellen sich die mittel- und osteuropäischen Länder bei diesem Thema auf und wie stellen sich Länder wie Polen gegenüber dem Green Deal auf. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein dickes Brett. Würde mich auch Ihre Meinung interessieren, ob Sie jetzt denken, der Brexit ist da eher gut für den Green Deal oder eher schlecht oder wirkt sich eher positiv oder negativ aus. Habe ich ehrlich gesagt keinen, müsste ich nochmal länger drüber nachdenken. Fehlt mir jetzt so ein bisschen das Momentum, um da wirklich eine Einschätzung geben zu können. Das überlasse ich vielleicht meinem Kollegen auch, aber ich denke, es ist einfach ein lohnendes Thema, sich in der jetzigen Situation da einige Gedanken darüber zu machen. Absolut. Vielen Dank. Genau, wir sind schon fast am Ende, aber Elsa, du hast noch eine Frage. Ja, guten Tag. Bonjour Bernd. Vielen Dank nochmals für den spannenden Vortrag. Ich habe leider das Anfang verpasst, aber hätte trotzdem eine Frage zum Wirtschaftsrat. Es wurde schon mal gefragt, ist da auch, halt es auch in dem Raum? Ich kann nicht gut hören, Elsa. Okay, dann werde ich langsamer für die anderen sprechen. Ich wollte wissen, welche Beziehungen der Wirtschaftsrat auch zu anderen politischen Parteien hat, unter anderem zu den Grünen, zu der Frage Green Deal. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Und ob die anderen Parteien auch etwas Ähnliches für das Wirtschaftsrat irgendwie haben. Das wäre auch interessant zu wissen, wie da auch kommuniziert wird, auch mit der Partei der Koalition, also dann SPD. Und eine andere Frage, die, glaube ich, uns auch hier am Saint-Marc-Blog interessiert, sind die Beziehungen zwischen Wirtschaft und auch Zivilgesellschaft. Es haben sich in den letzten Monaten sehr, sehr viele Leute mobilisiert um die Umweltfragen. Jetzt mit der Corona-Krise sieht das mal anders aus. Und wie sind die Kontakte auch zur Zivilgesellschaft am Wirtschaftsrat? Also da wurde von der Wissenschaft gesprochen, aber das war auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Danke. Ja, also erstmal schön, dich hier in diesem Rahmen wiederzusehen. Das ist schon eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Danke für deine Fragen. Ich fange vielleicht mal an. Beim Wirtschaftsrat haben die anderen Parteien was Vergleichbares und sprechen wir eigentlich wirklich mit anderen Parteien auch. Also grundsätzlich sprechen wir mit allen Parteien, das kann ich definitiv so sagen. Wir haben hier bei uns zu anderen Themen regelmäßig auch den Cem Özdemir beispielsweise bei uns. Ich habe auch Kontakt zu Frau Nestle beispielsweise von den Grünen. Ich glaube, übermorgen Call mit Kerstin André, die ja auch immer noch bei den Grünen ist und jetzt den BDEW leitet. Also es findet ein Austausch statt, definitiv. Natürlich liegt es irgendwo in der Natur der Sache, genauso zu den anderen Parteien, außer zur AfD, zu denen haben wir keinen Kontakt. Und den Linken ehrlicherweise auch nicht. Das ist dann für uns dann ein bisschen zu weit, was unsere Positionierung angeht. Grundsätzlich sprechen wir mit allen Parteien, klar, wir wollen irgendwo unsere Agenda voranbringen. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass wir zwar mit den Grünen übereinstimmen, dass wir Richtung Klimaneutralität möchten, dass wir aber nicht unbedingt immer in der Wahl der Mittel mit den Grünen übereinstimmen. Und dementsprechend wird dann durchaus auch mal eine hitzigere Diskussion diesbezüglich führen. Aber natürlich wollen wir da auch mit den Kollegen sprechen, wollen besser verstehen, wie die auf diese Themen zugehen, um da auch unsere Argumente anschlussfähiger zu machen, auch unsere Positionierungen
sind manchmal, es klang jetzt so ein bisschen durch, natürlich sind sie in erster Linie wirtschaftlich, natürlich sind sie irgendwo auch technologisch kühl, wenn ich das mal so sagen darf, auf Effizienz ausgerichtet, klar. Aber es ist schon wichtig und gerade wenn wir in die Volksparteien reingehen wollen, wichtig, dass wir auch gesellschaftlich dort anknüpfungsfähig sind. Also dass es nicht nur darum geht, maximale Effizienz zu erreichen, sondern dass es beispielsweise, wenn ich jetzt zum Thema CO2-Bepreisung rauspicke, dass es auch darum geht, wie können wir soziale Härten entsprechend abfedern. Wie können wir überhaupt grundsätzlich in einem großen Nachhaltigkeitskontext dieses ganze Thema angehen, also auch die sozialen Aspekte dabei mit berücksichtigen, also wirklich Nachhaltigkeit im breiten UN-Sinn quasi verstanden rangehen. Und ja, da können wir, da bin ich auch ehrlich, da können wir sicherlich noch einen besseren Job machen. Diese Arrondierung und diese Anschlussfähigkeit zum gesellschaftlichen Diskurs an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ins andere Lager noch besser zu optimieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn ich so darüber nachdenke, was die möglichen Regierungskoalitionen in Zukunft werden könnten, dann sehe ich da jetzt keine schwarz-gelbe Regierung, um ehrlich zu sein. Also muss man sich quasi diesen Gedanken öffnen. Und ich glaube auch auf der anderen Seite, dass die Grünen beispielsweise, die sind ja so ein bisschen der Elefant im Raum an der Stelle, einen ähnlichen Prozess für sich in unsere Richtung machen. Also da merke ich schon auch, dass es Öffnungen gibt, dass es da einen gewissen Pragmatismus gibt und dass sich so beide Seiten so ein bisschen aufeinander zu bewegen. Das wird sich sicherlich im Wahlkampf jetzt nochmal ein bisschen wieder auseinander dividieren, aber ich glaube, dass wir eigentlich grundsätzlich in der Tendenz da schon wieder aufeinander zugehen. Was uns halt grundsätzlich von Ihnen unterscheidet, ist, dass Sie das möglichst staatlich, also mit einer größeren Rolle vom Staat machen wollen und wir halt möglichst mit einer größeren Rolle vom Markt. Und da muss man dann sicherlich immer im Einzelfall sehen, wie sich das genau ausdekliniert. Die Frage angeht, haben andere Parteien auch sowas? Da kann ich sagen, dass es etwas Vergleichbares bei der SPD gibt. Es gibt das Wirtschaftsforum der SPD. Es gibt im Übrigen auch den Wirtschaftsbeirat der CSU. Also die Schwesterlichkeit wird auch im Hinblick auf diese Institutionen bei CDU und CSU dargelegt. Die Kollegen sitzen dann immer auch entsprechend in München. Aber man muss schon sagen, dass wir der mit Abstand größte unserer Art gewissermaßen sind und auch der mit Abstand am längsten existiert. Das Wirtschaftsforum der SPD hat immer mal wieder so ein paar, ich würde es jetzt mal salopp formulieren, Wiederbelebungsversuche gemacht. Die machen aber sicherlich auch an einigen Stellen ganz gute Arbeit und für uns ist es ehrlich gesagt auch gut, wenn es da ein bisschen Konkurrenz gibt, weil die das Geschäft belebt, aber weil es auch einfach dem Diskurs, glaube ich, gut tut von den Parteien, weil sie da wirtschaftspolitische Expertise mit einfließen lassen. Also am Ende des Tages glauben wir, dass das eher unsere Agenda förderlich ist. Bei den Grünen, glaube ich, da ist es noch so ein bisschen anders. Die machen das jetzt mehr so mit so einem, also nicht so wirklich institutionalisiert, habe ich das Gefühl. Also ich war mal einmal eingeladen, konnte aber leider nicht hingehen, hätte mir das gerne angesehen zu so einem Wirtschaftsgipfel von den Grünen. Stelle aber fest, dass da sehr viele Unternehmen sind. Aber ich glaube, die haben nicht so dieses institutionalisierte Beraten, wie wir das eben haben, Kommissionen, sondern die treffen sich dann eben zu so größeren Veranstaltungen und dann eher die Plattform als Kern ihres Modells da, glaube ich, für sich identifiziert. Was den Austausch mit anderen gesellschaftlichen Gruppierungen angeht, also mit Fridays for Future habe ich jetzt beispielsweise noch nicht gesprochen, fände ich aber super spannend, da mal eine Diskussion zu organisieren, das fände ich tatsächlich sehr gut. Ansonsten verschließen wir uns da auf keiner Diskussion. Also natürlich treffen wir uns jetzt nicht so super oft mit den Kollegen von Germanwatch, weil einfach unsere Positionierungen relativ unterschiedlich sind. Aber es gibt da die Kontakte zu den NGOs, auch klare Sache.
Und die soll es auch geben. Wir haben auch mit den Gewerkschaften beispielsweise schon über Jahre, jetzt muss man sagen, guten Draht, sodass wir da auf der Ebene, die ja auch eher der Sozialdemokratie zugeordnet werden, eigentlich einen ganz guten Austausch haben. Aber also, wenn du mich so fragst, ich würde es mir eigentlich wünschen, dass wir noch ein bisschen intensiver mit den NGOs, sicherlich auch kontrovers diskutieren, das liegt nun mal in der Sache des politischen Diskurses, aber der Austausch ist gut und ich glaube, erstaunlicherweise werden wir an einigen Stellen feststellen, dass wir gar nicht so weit voneinander liegen und werden die Kollegen vielleicht auch feststellen, dass wir beim Wirtschaftsrat durchaus in ähnliche Richtung denken.